Erstmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar und zwar zum Thema Logstash, Logfile-Archivierung leicht gemacht. Stellen wir uns ganz kurz vor, mein Name ist Christian Stein. Ich bin jetzt seit Anfang 2012 bei der Firma Netways, meines Zeichens Account Manager, betreue hier unsere Kunden sowohl bei der initialen Phase als auch während verschiedener Projekte. Und mein Gegenstück ist heute der Blerim und vielleicht willst du dich ganz kurz nur vorstellen. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Blerim Šeća. Ich bin seit April diesen Jahres bei Netways im Managed Hosting Bereich und unsere Spezialitäten dort sind hochverfügbare und skalierte Hosting-Lösungen. Alles klar, vielen Dank. Worüber sprechen wir heute? Einmal natürlich um das Thema Logstash. Das heißt, da wollen wir einerseits auf allgemeine Themen eingehen, als auch auf die Architektur. Dann noch ein paar Punkte wie Integration in verschiedene IT-Landschaften, Anwendungsmöglichkeiten, dann Kibana, das eigentlich ein Kernstück dann bei Logstash, das wird der Blerim dann im Detail noch erklären und natürlich dann eine Live-Demo, wo man wirklich auch mal sieht, wie Logstash dann arbeitet, wie man, damit umgehen kann. Vielleicht zu Netways ganz kurz gesagt, wir sind ein reines Open-Source-Systemhaus, was 1995 gegründet wurde, haben derzeit ca. 40 Mitarbeiter am Standort und sind eigentlich auf die Bereiche Open-Source-Systems-Management und Data-Center-Solutions spezialisiert. Das heißt, wir machen reine Open-Source-Projekte, das heißt hier aber von der Konzeptionierung bis zur Umsetzung, aber auch dann zur Betriebsführung bis zum Support am Ende. Haben auch einen eigenen Hosting-Bereich mit 2 dedizierten Rechenzentren, bieten Monitoring-Hardware für Umweltüberwachung an und das Thema Konferenzen immer ganz wichtig. Da haben wir jetzt einerseits beispielsweise die Open Source Data Center Konferenz wieder nächstes Jahr in Berlin im April, wo es dann wirklich um die Data Center Technologien geht und dicht gefolgt vom Puppet Camp und natürlich auch Schulungen. Das heißt, hier die beiden nächsten Schulungen in unserem Terminkalender ist einmal Puppet Fundamentals Schulung und ganz wichtig, wer sich für Logstash interessiert, da haben wir auch seit neuestem jetzt eine Schulung im Portfolio, die dann im Februar in Nürnberg stattfinden wird. Netways an sich ist auch sehr stark in der Community tätig. Wir haben verschiedene Kunden aus den verschiedensten Branchen. Das heißt, das sieht man hier sehr schön. Und nochmal ganz kurz unsere Leistungen, die wir anbieten im Überblick, das heißt Betrieb, Entwicklungsleistungen, Schulungen, Support, Konferenzen etc. Aber ich würde sagen, ich übergebe jetzt gleich direkt an den Blerim, der sich dann um das Thema Logstash bemüht, das allen Teilnehmern nahezubringen. Vielleicht ganz kurz noch, wenn Fragen sein sollten, wir haben einen Chat in diesem WebEx-Room, das heißt einfach an mich kurz eine Chat-Nachricht schicken, das heißt wir werden die dann am Ende des Webinars dann einfach dann durchgehen. Dann Blerim. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit dem eigentlichen Thema heute, was da Logstash ist. Bevor ich da jetzt aber ins Detail gehe, möchte ich einmal 2 Sachen klären. Und zwar, wofür ist Logstash eigentlich gedacht? Was können wir damit machen? Und zwar sind da primär erstmal diese Ziele. Wir wollen mit Logstash Logs in großen Mengen behandeln. Wenn ich von großen Mengen rede, dann meine ich damit Hunderte von Gigabyte. Am Ende sollen auch Daten dastehen, die auch gut analysierbar sind. Das sind quasi unsere Ziele. Wer mit Logs arbeitet, das sind meistens Systemadministratoren und die werden auch das große Problem von Logs kennen und das ist das, dass Logs meistens ungefähr so ausschauen. Das ist jetzt ein Auszug aus einem Apache Access Log und wer da jetzt schon versucht, irgendwie Informationen rauszuziehen, der weiß genau, da tut man sich erstmal schwer. Vor allem, weil das nur ein kleiner Auszug ist. Meistens sind das gigabyteweise Daten in der Form. Das sind einfach Textfiles und wenn man da jetzt analysieren will, dann landet man schnell beim Systemadministrator und der macht dann ungefähr sowas hier. Das ist eine Regex für Apache Logs und dabei gibt es aber ein paar Probleme. Zum einen brauche ich für jedes Logformat eine eigene Regex. Das heißt, wenn ich meine Apache-Logs habe, dann muss ich auch noch die Error-Logs parsen und das nächste Mal ist es das SSH-Log und beim anderen Mal wieder was anderes. Das heißt, da ist
vielleicht was Besseres gefragt, um das Ganze zu strukturieren. Es ist sehr aufwendig, diese ganzen Regex-Sachen zu verwalten, weil es ja doch immer wieder was anderes ist und sich Logformate ändern und so weiter. Es ist sehr zeitintensiv, das Ganze zu verwalten. Für technisch Versierte ist es dann sowieso nichts. Die müssen dann meistens zum Sysadmin. Zudem ist es in Teams relativ schwierig, solche Regexes zu pflegen, weil jeder seine eigenen meistens schreibt und die vom anderen Kollegen vielleicht besser oder schlechter funktionieren. Und nächsten Monat muss man das Ganze wahrscheinlich nochmal neu machen. Wenn wir uns aber sowas hier anschauen, dann ist es nochmal viel schöner. Das ist eigentlich das, was man haben möchte, wenn man Daten auswerten will. Wir haben zum einen unten alles in eigene Felder aufgeteilt. Das heißt, ich kann nach Zeitstempel, nach Hostname oder nach anderen Parametern sortieren, filtern etc. Ich habe zum anderen aber auch oben eine grafische Aufwertung der ganzen Sache, so dass ich auf den ersten Blick schon sehe, wo sind meine Peaks und wo passiert eigentlich was. Wie macht Logstash das Ganze jetzt alles? Logstash sorgt dafür, dass wir die Logs erstmal zentral speichern können. Und vor allem, dass wir die aus verschiedenen Quellen einsammeln können. Das heißt, ich habe eine ganze Farm an Servern oder Applikationen, wo ich meine Logs herausziehe und kann dann das Ganze analysieren und korrelieren. Wir können die Logs, nachdem wir uns die abgeholt haben, auch verändern und in eine gute Struktur bringen. Anders ist es nicht möglich, da Analysen drauf zu fahren. Und wir können die Logs auch weiter transportieren. Das heißt, die bleiben nicht unbedingt auf dem Server, wo der Logstash läuft, sondern können auch woanders weiterverarbeitet werden und gespeichert werden. Die Installation von Logstash ist relativ einfach. Es ist eine JRuby-Applikation, das heißt, das Ganze läuft in einer Java-JVM und die Installation an sich ist eigentlich nur dieses Jar-File einmal zu starten. Dann läuft das eigentlich auch schon. Es lässt sich relativ einfach in die bestehende Infrastruktur integrieren. Details dazu sehen wir später. Logstash selbst ist auch ein Open-Source-Projekt, das heißt, die Entwicklung da wird von verschiedenen Leuten vorgenommen. Die Community ist da sehr aktiv. Es gibt immer wieder Veränderungen, Verbesserungen etc. Wollen wir auf die Architektur eingehen, wie das Ganze prinzipiell funktioniert? Logstash selber kann man sich einmal einfach als Pipe vorstellen. Das heißt, wir haben einmal einen Input. Das sind die verschiedenen Quellen, von denen ich gesprochen habe. Das können Server sein, das können Netzwerk-Appliances sein, das kann eigentlich alles sein, was irgendwie in irgendeiner Form Logs verursacht. Wenn wir diese Logs nun bekommen haben oder abgeholt haben, dann kann man die filtern. Das heißt, ich wende meine Filter darauf an, ich strukturiere die Logs, jede einzelne, und schicke die dann wieder raus. Rausschicken bedeutet entweder an einen Storage-Daemon oder zum weiteren Verarbeiten. Man erkennt hier auch schon ganz schön, dass man auch zum Beispiel mehrere Logstashes hintereinander schalten könnte. Das geht tatsächlich und wird auch in der Praxis gemacht. Dazu gehe ich später nochmal ein. Aber im Prinzip ist es nicht mehr als einmal Input, Filter und Output. Das ist die ganze Magie dahinter. Wenn man das anhand einem Logfile sich jetzt anschaut, dann sieht man vorher diesen einen Eintrag, das ist eine Zeile, das ist ein Request auf eine bestimmte URL von einer bestimmten IP etc. Nachdem Logstash fertig mit diesem Log ist, sieht der folgendermaßen aus. Hier sieht man auch schon ganz schön, dass eine Struktur reingekommen ist. Man hat einen Timestamp, nach dem man sortieren kann. Man sieht die URL, die requested wurde. Man sieht, wie viele Bytes da durchgegangen sind und viele andere Infos. Und um nochmal auf die Regex-Magic zurückzukommen, der Pattern hier sieht so schlicht aus, wie man sich das hier anschauen kann. Es ist einfach nur ein String mit Combined Apache Log. Im Hintergrund ist auch hier eine Regex, allerdings bringt Logstash dann schon viele, viele eigene Filter mit. Das sind über 100, die man einfach verwenden kann. Das heißt, ich muss mir meine Regexes nicht selber schreiben, sondern kann einfach das nehmen, was viele andere Community-User schon benutzt und für gut empfunden haben. Sollte ich wirklich eigene Formate brauchen, dann kann ich mir auch eigene schreiben. In einer echten Umgebung würde das Ganze dann folgendermaßen aussehen. Ich habe oben Server, Switches, eigene Applikationen eventuell und viele, viele andere Sachen und schicke die erstmal an meinen Logstash. Der macht eigentlich erstmal nicht weiter, als das Ganze zu nehmen und weiterzuschicken an den Redis. Den Redis brauchen wir deswegen, weil wir einen Puffer haben wollen. Falls irgendwelche
Sachen nach dem Redis, der nächste Logstash oder das Storage oder irgendwas versagt, dann wird das Ganze vom Redis gepuffert. An der nächsten Stelle steht nochmal ein Logstash. Das ist quasi unser Indexer. Der nimmt diese ganzen Logs aus dem Redis raus, entfernt die dort und verarbeitet die weiter, wendet die Filter drauf an und schickt die an den Elasticsearch. Elasticsearch speichert dann diese ganzen Daten. Redis selber ist ein Key-Value-Store, wie bereits erwähnt. Die Installation von Redis ist sehr einfach. Man hat nicht viel zu konfigurieren standardmäßig, kann aber, wenn man möchte. Redis unterstützt auch Replikationen. Man kann die Daten also auch auf andere Server weiterleiten und so auch Failover-Strukturen bauen. Redis ist sehr schnell und arbeitet mittlerweile sehr gut auch mit Logstash zusammen. Zwei wichtige Features, die in Bezug auf Logstash vielleicht noch zu erwähnen sind, das ist, dass Redis die Daten auf die Festplatte schreibt, falls der Speicher voll läuft. Das heißt, man geht hier sicher, dass man auch wirklich keine Logs verliert. Zum anderen löscht Logstash die Daten, sobald es die Logs abgeholt hat. Das heißt, man kann auf einen einzelnen Redis-Server von multiplen Logstash-Indexern abholen. Elasticsearch ist eine Java-Applikation, die auf Apache Lucene basiert. Man kennt das vielleicht von Solr. Elasticsearch ist sowas Ähnliches. Es dient dazu, die Daten effizient zu speichern, und zwar in dem Fall in einem JSON-Format. Man kann die Daten auch abholen, auch per REST-API. Das heißt, ich kann einfach mit HTTP-Requests meine Daten holen, gegebenenfalls auch Daten speichern. Elasticsearch selber ist clusterfähig, das heißt, ich kann hier sehr gut skalieren. Ich kann verschiedene Nodes starten mit verschiedenen Starts und kann davon auch Replika anlegen. Das heißt, ich habe eine Hochverfügbarkeit und habe auch noch geclustert. Elasticsearch dient dazu, die Daten in Realtime zu analysieren. Wir haben hier eine Volltextsuche und es ist auch von den Logstash-Entwicklern der empfohlene Output und funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Wie integriert sich das Ganze jetzt in die IT-Landschaft? Wir haben jetzt vorhin gehört, wir haben Inputs und wir haben Filter und wir haben Outputs. Das sind die drei Prinzipien von Logstash. Die Besonderheit von Logstash ist, wir haben sehr viele davon. Wenn wir uns die Inputs anschauen, dann ist das eine Liste von aktuell 36 Stück. Und ein paar wichtige sind zum Beispiel Redis oder Eventlog für Windows. Man kann Dateien einlesen, was auch sehr wichtig ist. Ich kann auch einfach Syslog empfangen. Das heißt, Logstash kann für mich den Syslog-Daemon spielen, der für mich Nachrichten annimmt und die dann weiterleitet. Auf Seite der Filter sieht das folgendermaßen aus, dass ich hier auch 40 Stück habe, also auch relativ viele. Eine der wichtigsten ist wahrscheinlich der Grok-Filter. Das ist der, der die fertigen Pattern mit sich bringt, die wir dann verwenden können, um Strukturen in unsere Log-Nachrichten zu bekommen. Wenn wir die Struktur drin haben, können wir die weiterschicken. Und das ist auch eine Besonderheit von Logstash. Der hat sehr viele Möglichkeiten, das Ganze weiterzuschicken. Wir können zum einen unsere strukturierten Logs in Elasticsearch abspeichern. Wir könnten allerdings auch mit Graphite Graphen draus malen. Oder wir lassen uns über Jira ein Ticket anlegen. Eine andere Besonderheit ist, ich kann anhand der Log-Nachrichten je nach Filter und Condition auch ein Nagios-Event starten, entweder per CMD-File oder auch mit dem NSCA-Plugin. Eine andere Sache ist auch noch das Redis. Das wäre der erste Logstash in der Kette gewesen, den wir vorhin gesehen haben. Oder ich schicke es zusätzlich nochmal an den Syslog. Aber es gibt da sehr viele Sachen und da muss man sich einfach mal umschauen, was für einen das Richtige ist. Aber dadurch, dass wir eben sehr viel haben, ist auch sehr viel in der eigenen Struktur abgedeckt und man muss nicht mehr selber alles machen. Wenn es um das Abholen bzw. das Schicken der Log-Nachrichten der einzelnen Server oder Applikationen geht, hat man auch sehr viele Möglichkeiten. Ich habe hier schon Syslog erwähnt, was ja auf allen Linux-Servern Standard ist mittlerweile. Ich kann aber auch andere Clients benutzen. Es gibt da eine ganze Liste. Hier sind nur mal ein paar aufgelistet, um zu zeigen, wie die Variation da eigentlich ist. Also es fängt bei Python-Clients an, geht über Perl, den Logstash vor oder der sogar in Go geschrieben ist, bis hin zu Node-Logstash für die Node.js-Fans. Die ganze Logstash-Struktur ist sehr skalierbar. Ich kann jede der einzelnen Komponenten auf einen dedizierten Server laufen lassen. Das heißt, ich kann meinen Shipper auf einen eigenen Server packen, meinen Redis auf einen eigenen, meinen
Indexer auf einen eigenen und nochmal ein Elasticsearch in einem eigenen Cluster sogar. Das hat zur Folge, dass wir hier sehr gut skalieren können, nicht nur hardware-seitig, sondern ich kann auch diese ganzen Instanzen mehrmals fahren. Das heißt, ich kann mehrere Redis-Server haben, ich kann mehrere Logstash-Indexer haben und Elasticsearch skaliert sowieso quasi bis unendlich, je nachdem, wie die Hardware ist. Wozu können wir Logstash jetzt benutzen? Wir können zum einen als Systemadministrator kann ich meine Systemlogs damit sehr gut parsen. Das macht es mir viel einfacher, vor allem in geclusterten Umgebungen oder in sehr großen Umgebungen, wo ich hunderte von Servern habe, Logs durchzuparsen und zu analysieren. Für die Marketing-Leute ist es sehr interessant, zum Beispiel die Webserver-Access-Logs und Error-Logs mal durchzugucken. Wie viele 404-Fehler habe ich oder wie viele Redirects wird wirklich das redirected, was ich möchte und so weiter. Alle Entwickler können ihre Applikationen damit profilen. Das heißt, ich kann meine Applikation direkt an den Logstash schicken lassen und mir dann die Analyse dazu anschauen. Und ein anderes ist auch nochmal, dass ich eben Alerts via Isinga, E-Mail oder sogar auch Jabber schicken kann. Wenn ich möchte, kann ich meine Logs auch dazu benutzen, Graphen zu generieren. Zum Beispiel kann ich es an den Graphite schicken. Das wären nur ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Prinzipiell ist hier der Fantasie keine Grenze gesetzt. Kommen wir nochmal zum letzten Punkt in der ganzen Kette. Das ist Kibana. Kibana ist das Webinterface, was mit Logstash dazukommt. Es ist eine reine JavaScript-Applikation, das heißt, das alles läuft nur im Browser. Meine Queries, die ich reinschreibe oder abfrage, die werden direkt von meinem Browser an den Elasticsearch geschickt. Das heißt, Logstash selber spielt da eigentlich nicht mehr die Rolle, denn die Daten sind ja schon gespeichert und ich kann mit Kibana sehr gut visuell darstellen. Dann sind wir aber auch schon an dem Punkt, dass wir das mal vorführen möchten bei der Live-Demo. So sieht das aktuelle Kibana-Interface im ersten Moment erstmal aus. Das ist noch relativ leer. Man sieht hier oben, ich könnte jetzt eine Query schicken oder filtern. Ich habe da jetzt schon mal ein sehr schlichtes Dashboard vorbereitet. Man kann hier in Kibana also diverse Dashboards bauen und die dann auch speichern. Aber ich fange einfach mal ganz von vorne an. Das erste ist, ich kann eine Query schicken. Ich kann zum Beispiel sagen, zeige mir nur alle Logs vom Hostname Monitoring Demo. Dann sehen wir hier, dass nur noch Monitoring Demo Logs angezeigt werden. Was im Hintergrund passiert, ist, dass eine Query an den Elasticsearch geschickt wird. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Also das ist das, was mein Browser, also Kibana, bekommt. Und das alles wird dann visuell aufgewertet. Wir sehen hier auch schon die ganze Strukturierung, wie ich es vorhin schon mal in der Präsentation gezeigt hatte. Das heißt, das wird tatsächlich alles so gespeichert. Wenn ich meine Query abgefeuert habe, kann ich nochmal zusätzlich filtern. Das kann ich auf zwei verschiedene Möglichkeiten machen. Ich kann entweder hier einen neuen Filter hinzufügen und sagen, ich möchte jetzt vom Hostname Monitoring Demo bitte nur das Programm SSHD anzeigen, dann sehe ich nur noch SSH-Logs. Eine andere Variante ist, man sieht hier nochmal die ganzen Felder. Das sind die Felder, die aktuell vorhanden sind und da kann ich zum Beispiel einfach das Programm SSH auswählen, wenn ich es denn finde. Oder eben auch sowas wie Isinga-Logs. Das heißt, es ist hier sehr einfach und intuitiv, auch die Logs zu filtern. Diese ganzen, also das Histogramm hier und die Tabelle, das sind sogenannte Panels. Kibana ist in Rows und Panels aufgeteilt. Man kann die auch erweitern, indem man einfach zum Beispiel eine neue Row hinzufügt, die da Test heißt, die nochmal nach ganz oben schiebt, damit man sieht.
Dann habe ich hier eine leere Row, das heißt eine Zeile, wo noch kein Panel drin ist. Und für Panels habe ich verschiedene Möglichkeiten. So schaut ungefähr die Liste aus. Und eins der interessantesten ist wohl das Terms Panel. Ich kann mit dem Terms Panel von einem Feld bestimmte Werte mir anzeigen lassen. Zum Beispiel kann ich damit einen Graphen bauen, der mir die Top 10 SSH-User anzeigt. Dann sieht das folgendermaßen aus. Ich mache das noch schnell größer. Jetzt sieht man, dass hier eigentlich nur ein SSH-User drin ist und das ist der Isinger. Wenn ich den Bereich erweitere, und zwar für die letzten 12 Stunden vielleicht, dann kommen da schon mehr dazu. Ein Problem sehe ich aber noch, und zwar sehe ich vom User Bescheid eigentlich kaum was, weil der Isinger hier viel zu groß ist. Das heißt, ich kann den auch nochmal ausblenden, wenn ich das möchte, wenn ich weiß, dass der mich aktuell nicht interessiert. Und das, was Other Values ist, kann man auch nochmal raustun. So, in den letzten 2 Tagen sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Da sind dann schon 3 User drin und in den letzten 7 sind das auch nochmal mehr. Wenn mich jetzt ein bestimmter User interessiert, nehmen wir da einfach mal den, ja, mich. Dann kann ich da auch einfach draufklicken, dann sehe ich alle SSH-Logins vom User Bescheid. Unten sieht man nochmal die Tabellenansicht. Das heißt, hier sind links ist die Felderauswahl. Je nachdem, was ich hier anklicke, das wird mir hier in der Tabelle angezeigt. Das heißt, ich kann den Hostname hier auch rausnehmen oder rein oder ich kann mir auch die Syslog Facility anzeigen oder einen SSH-User etc. etc. Ich kann auch, ich nehme den SSH-Filter nochmal raus, auch einfach hier reinklicken, um zu filtern. Wenn ich zum Beispiel sehe, oh, da ist ein interessanter Cron, dann zeige ich mir nur noch die Crons an, indem ich hier einfach auf die Lupe klicke und dann ist hier oben der Filter für Cron schon eingerichtet. Diese ganzen Dashboards, die man sich hier so zusammenbaut, die kann man auch abspeichern. Kibana speichert die Dashboards standardmäßig auch in Elasticsearch ab, also auch da, wo Logstash seine Daten ablegt. Um das zu machen, einfach hier klicken, einen Namen vergeben und dann ist das im Elasticsearch gespeichert und beim nächsten Aufruf kann ich einfach hergehen und mir dieses Dashboard wieder zurückholen oder eben wieder auf das Blanke zurückgehen. Man kann diese Dashboards auch in Dateien exportieren. Wer dadurch irgendwie Backups machen möchte, das wäre wohl die eine Variante. Oder man lädt sich auch welche aus Dateien, das geht auch. Man kann, wenn man seinem Kollegen, da sind wir wieder bei der Teamarbeit, so ein Dashboard einfach mal schicken will, auch einfach einen temporären Link generieren lassen. Dazu kann man einfach auf Share gehen und mit dem Link erhalte ich quasi diese Ansicht, wie ich sie gerade sehe. So, das wären einmal die wichtigsten Funktionen. Dann würde ich nochmal auf die Apache Access Logs zurückkommen. Da habe ich jetzt auch ein Dashboard mal vorbereitet, da sieht man ein paar Statistiken. Zum Beispiel, was kann ich damit machen? Ich kann mir die Top 10 IPs der Zugriffe anzeigen lassen oder die Requests. Was aber auch sehr interessant ist, ich kann mir alle ja, Requests anzeigen lassen, die etwas anderes als 200 zurückgeliefert haben. Ich habe dazu einfach die 200 hier ignoriert und dann wird die mir unten nicht mehr angezeigt. Also könnte ich jetzt nachprüfen, wie sind denn diese Redirects? Was sind das für welche? Und dann sieht man sofort, dass das Isinga und Nagios ist und kann da auch wieder weiter filtern. So, eine letzte Sache möchte ich dann auch nochmal zeigen. Es gibt für das Elasticsearch auch viele schöne Plugins. Eins davon ist das HQ-Plugin. Damit können wir die Performance vom Elasticsearch nachvollziehen. Das heißt, wir sehen hier, Logstash legt tägliche Indizes an, für jeden Tag einen. Und würde ich hier meine Nodes sehen, wenn ich mehrere hätte und kann dann auch Analysen fahren, wie sich die Nodes hier einzeln verhalten, wie viel Speicher verbraucht wird und wie die CPU und so weiter und so fort. So, das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite.
Falls es Fragen gibt, würden wir die jetzt beantworten. So, gibt es denn Fragen zum Thema Logstash, zum Frontend, zum Backend, zur Konfiguration etc.? Okay, scheinbar nicht. Das freut uns natürlich immer. Ein wichtiger Punkt vielleicht, also diese Auswertung, was man da vielleicht noch gesehen hat, jetzt gerade von diesen HTTP-Requests mit dieser Error-Auswertung. Das kann man zum Beispiel vielleicht auch dafür nutzen, wenn man sowas wie Google Analytics nicht nutzen möchte und dann lieber sein eigenes System haben kann. Also da ist man wirklich mit diesem Log-System sehr flexibel, was man alles in seinem Log Management drin haben möchte. Im Zweifel möchte ich natürlich alles loggen und das geht auch dann mit Logstash, auch von der Performance her. Und ja, ich hoffe, wir konnten dann einen guten Einblick dann liefern in das System. Wenn noch Fragen sein sollten, jetzt auch nach dem Webinar, gerne einfach eine Mail schreiben, uns anrufen. Wir unterstützen dabei auch bei der Integration in die eigene Umgebung und wir werden das Webinar dann auch wieder hochladen auf unser Webinararchiv. Dann recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Schönen Freitag noch, schönes Wochenende und vielleicht bis bald. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, natürlich noch gegen Jahresende schöne Weihnachten und guten Rutsch.